Die Bild-Sprechstunde mit dem Orthopäden Dr. Hanno Steckel und der Gesundheitsfrage: Ist Sitzen das neue Rauchen? Sitzen ist schlecht, weil es ist eine einseitige Belastung. Es ist schlecht für die Halswirbelsäule, für die Lendenwirbelsäule, für den Rücken. Es ist für den Blutdruck, für den Kreislauf. Also es gibt nichts Gutes am Sitzen. Und der moderne Büroalltag sollte so aussehen: Sie haben ein Stehpult, entweder fahren Sie den Schreibtisch hoch oder Sie haben das extra und Sie wechseln. Mal stehen, mal sitzen. Dieses Einseitige ist immer schlecht. Also nur stehen ist auch nicht gut. Dieses Sitzen, was ja früher über Stunden gemacht wurde, man sieht es den Leuten ja sogar an irgendwann. Die haben so ein bisschen Buckel entwickeln, die haben ein bisschen hier verkürzte Brustmuskulatur. Also das ist auf jeden Fall zu vermeiden. Wie halte ich den Rücken fit? Man sollte eine Kombination machen aus Mobilität, Kraft, Ausdauer und Koordination. Und man fängt erstmal an mit Mobilität und Kraft. Stretching, Dehnen, Faszientraining, die sollte ungefähr so 30-40% von so einem Trainingseinheit umfassen. 60-70% sollten dann Kraftübungen sein. Es geht um Kraftausdauer. Also es können auch isometrische Übungen sein, wo man einfach anspannt. Das sind alles Übungen, die können Sie auf einer Yogamatte zu Hause machen. Da müssen Sie nicht ins Fitnessstudio für, sondern einfache Übungen mit dem Körpergewicht. Wichtig ist, dass Sie das mindestens dreimal in der Woche eine halbe Stunde machen. Welche Matratze ist gut für den Rücken? Wenn man jetzt auf dem Rücken schläft, dann braucht man ein sehr flaches Kopfkissen, was praktisch nicht auf die Schultern geht, dass nur der Kopf eine Unterstützung hat, die ist relativ flach. Und dann brauche ich eine mittelharte Matratze. Wenn ich Seitenschläfer bin, habe ich eine relativ große Distanz zwischen Matratze und Kopf. Da brauche ich also ein größeres Kopfkissen. Auch das sollte nicht so lang sein, dass die Schulter noch mit drauf liegt. Und weil ich dann ja mit der Hüfte und mit der Schulter in die Matratze drücke, sollte man dann eher eine weichere Matratze haben. Wenn ich jetzt Bauchschläfer bin, dann macht man eine mittelharte Matratze und im Grunde dünnes bis gar kein Kopfkissen, weil sonst sind sie ja so überstreckt im Halswirbelsäulenbereich.